Sandra Dietrich hat heute die deutsche Mannschaft ganz glücklich gemacht, mich auch, denn wir haben heute hier in Tiflis beim Grand Prix die deutsche Nationalhymne hören dürfen. Sandra, herzlichen Glückwunsch zu Gold. Dankeschön. Das ist deine erste Goldmedaille bei einem Grand Prix und bei der IGF World Tour. Bist du dir dessen so richtig bewusst, was du heute geleistet hast auf der Matte? Ja, ich glaube, es kommt später nochmal richtig, aber ich weiß, ich habe heute gute Leute geschlagen und auch nach Silber in Düsseldorf ist das natürlich nochmal ein Schüppchen obendrauf und ja, doch, ich glaube, ich weiß, was ich geleistet habe. Stichwort Düsseldorf, inwiefern hat dir das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gegeben? Dort hast du Silber gewonnen, diesmal standest du wieder im Finale und hast mit Gold abgeschlossen. Ja, also so, dass ich da schon im Finale stand, das hat gezeigt, so, ich kann vorne mitmischen und ich möchte vorne mitmischen. Und dass jetzt hier gleich wieder geklappt hat, ist natürlich für mich persönlich auf jeden Fall eine Bestätigung, dass es keine Eintagsfliege war, sondern dass die anderen zu mir rechnen können. Absolut. Bist du heute mit deiner Leistung auch zufrieden, was du gezeigt hast? Ja, auf jeden Fall. Also ich konnte 2 schnelle Punkte holen und dann gegen die Matic. Das wusste ich, dass das eine harte Schlacht wird. Noch härter wurde natürlich die Schlacht im Finale, aber es ist halt auch ein Finale, ne? Und ja, ich bin natürlich froh, dass ich alles für mich entscheiden konnte. Die ersten beiden Kämpfe souverän mit Würge gewonnen. Dann, wie du hast schon gesagt, im Einzug ins Finale gegen Barbara Matic und die kennst du ja auch noch aus Juniorzeiten. Ja, bei unserem letzten Höhepunkt quasi, bei der Junioren-WM, durften wir gegeneinander kämpfen und da hatte ich das Nachsehen und es natürlich dann gut, auch mal eine Revanche zu haben und wir haben schon öfter gegeneinander gekämpft und jetzt heute hier für mich zu entscheiden, das ist natürlich immer gut dann. Was hast denn du gedacht oder was ist dir durch den Kopf gegangen, kurz bevor du auf die Matte gegangen bist? Gegen Barbara Matic. Ich habe gedacht, ich kann sie schlagen und ich habe gemerkt, heute bin ich echt gut drauf. Mhm. Und heute ist alles drin und genauso bin ich eigentlich auch den Kampf angegangen. Also ich bin viel nach vorne gegangen, habe versucht, wenig zuzulassen oder das, was ich zulasse, gut zu kontrollieren. Mhm. Und ja, konnte sie dann gegendrehen und konnte das über die Zeit bringen. Wunderbar. Im Finale dann gegen Emane, gegen die hattest du ja auch schon ein paar Mal gekämpft gegen die Französin, 3 oder 4 Mal. Was hast du diesmal anders gemacht? Ich habe jetzt schon heute das 4. Mal gegen Emane gekämpft, habe 3 Mal verloren, habe 2 oder 3 Mal über die Zeit, jetzt zuletzt in Tokio im Golden Score mit einer 2. Strafe dann. Also so, ich wusste irgendwie so, ich bin nicht so weit weg, aber es hat irgendwie immer noch ein bisschen was gefehlt und heute hat es gereicht. Und dann in so einem Finale, nachdem ich jetzt Düsseldorf Silber, ist es gerade echt so ein Lauf, den ich gerne so weiterführen möchte. Das wünschen wir dir natürlich auch ganz stark. Und es waren natürlich auch wichtige Punkte heute für deine Olympia-Qualifikationsrangliste. Auf jeden Fall. Also vor mir sind zwar noch 2 Deutsche, aber ich mache Druck von hinten. Und ja, da in der Aufgabe oder in der Position fühle ich mich gerade fast ganz wohl und mag die natürlich zu ärgern. Wunderbar. Eine Frage noch, was war es für ein Gefühl dann am Ende für dich, auf dem Podest ganz oben zu stehen und die Hymne zu hören? Ich muss ehrlich sagen, ich habe es erst gar nicht so richtig realisiert. Ich denke, es ist auch ganz schön hier oben. Und dann lief die deutsche Nationalhymne und dann wurde es mir wirklich so bewusst, so, hey, heute hast du echt was geschafft. Und ich glaube, heute Abend, wenn ich in meinem Bett liege und nochmal den Tag Revue passieren lasse, dann wird mir bewusst, dass ich echt was Großes geschafft habe. Und ja, freue ich mich schon drauf. Wir sind uns das schon bewusst geworden in dem Moment, als du hier gewonnen hast. Also schon, als du im Finale standst. Ganz tolle Leistung nochmal, Sandra. Herzlichen Glückwunsch nochmal und alles, alles Gute weiterhin. Bleib vor allem gesund. Dankeschön. Ja.